Herzlich willkommen zurück bei The Witcher. Auf dem Weg ein paar Fragezeichen. Also einfach ein bisschen erkunden. Das ist so der Plan fürs Erste. Denn wir haben noch ganz viele Quests und wir haben jetzt ganz viele neue Fragezeichen hier oben. Aber die sind alle zum Glück so mehr oder weniger in einer Tour machbar. Also hier. Und dann hier. Doch, ich würde erstmal die hier unten erledigen. Hier haben wir noch eins. Hier. Hier unten sind noch so drei vereinzelte und hier drüben sind noch mal zwei. Wenn ich die fertig habe, kann ich immer noch, ne, den Rest erledigen. So, nur ich glaube, ich muss da runterreiten. Weil viel nähere Knotenpunkte gibt es da mir nicht, aber ich meine 500 Meter. Ist jetzt noch nicht die Welt. Hier ist ein Schmied. Moment. Obwohl, nee, komm. Ich mach das alles in der Stadt. Weil da kann ich wenigstens alles, was ich dann hab, verkaufen, weil der hat doch irgendwie 20.000 Gold oder was. Das geht schon. Eine Krabbspinne. Komm, die hat eine riesige Dattel am Rücken. Hallo. Ich hab Angst. Was ist das? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was zur Hölle? Komm her. Hä? Verdammtes Drecksvieh. Hallo, hallo. Jawohl, komm mal, ein kleines. Kann ich jetzt nicht sogar noch eins bauen hier? Nee. Ach verdammt, ich brauche ja drei dafür. Und hier... Hier könnte ich... Eins bräuchte ich noch. Eins bräuchte ich noch. Dann könnte ich die hier auch verschmelzen lassen. Das würde gehen. So, hier gibt's wieder ein bisschen was. Komm mal her. Das waren die 15er, gell? Wie viel haben wir jetzt hier? Komm, noch eins? Ne, noch eins lohnt nicht, ja. 92, hier kann ich auch drei reinmachen. Ja, und bin nicht gekappt, genau auf 99%. Das ist super. Schneller. Pack mal das Ding weg. Was ist das denn? Das ist ein Berserker. Nee, ist ein Bär. Ich dachte, es wäre ein Bär. Na gut. War der unzerstört. Übertriebenste Kombo, die es gibt hier. Ich muss einfach nur... Das Gute ist, ich muss einfach nur die Maustaste gedrückt halten dafür. Das ist so witzlos. Ich muss nichts machen. Nice, das war's schon. Wow. Wow. Krass. Wirklich Weltklasse. So, hier... Oh komm, reite mal hin. Kann man ein bisschen... Die schöne Landschaft bewundern und genießen. Und heute ist... Ich rede gerade, heute ist Freitag. Also jetzt zu diesem Zeitpunkt ist Freitag. Was zur Hölle? Ich habe irgendwas gehört aus dieser Richtung. Was ist er? Das ist ein Erdgenius. Guck mal einer an. Der ist Level 27. Lauf, 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 lauf. Huh. Der Erdgenius mit der besonderen Portion Speicherung, würde ich sagen. Okay. Speichern. So, Erdgenius ist ein Konstrukt. Warte mal. Apropos, 40, ach so, das war... Na gut, will ich mal so stehen lassen.
Konstruktöl. Ah, ich bin gespannt. So, am besten wäre... Welches war es? Das hier. Mann, er hat richtig Bock. Ey, was machst denn du? Fuck. Autsch. Hehehe. Der hatte mich aber gut erwischt. Ach, komm schon. Boah, das hat den das Schild zerstört und... Nicht schlecht. Das ist nicht so gut. Der ist ein bisschen härter, ne? So viel dazu. Ich kann nicht laden. Letzten Spielstand laden. Das probieren wir nochmal. Diesmal. Ich weiß nicht, ob eine andere Taktik viel Sinn macht. Aber ich gucke einfach mal. Bisschen besser aufpassen und sowas. Ich meine, er ist Level 27. Das ist nicht ohne. Vielleicht bringt es auch mehr, einfach die Falle zu benutzen. Dass er ein bisschen verlangsamt wird. So, das war sehr dumm. Danke sehr. Auf ein neues. Okay, das ist nicht intelligent. Was soll denn das jetzt? Ach Gott. Ja, und jetzt? Und nu? Komm, mach mal nicht so rum jetzt. Oh, fast mein Schild zerstört. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Das auch nicht. Was macht er denn jetzt? Ah! Ich glaube, brauche ich das Konstruktöl. Ich weiß nicht, wie viel das ausmacht.
Ja, schon ein bisschen eigentlich. Das war knapp. Das war sehr knapp. Nein, das war nicht gut. Aber das ist ein bisschen, ein bisschen ruhiger jetzt, weil es wirklich, ich muss wirklich aufpassen, was er macht und sowas. Deswegen, ja, aber sieht gut aus. Was zur Hölle? Schon. Boah, ich bin gespannt, ob da irgendwas versteckt ist oder sowas in dieser Ruine, die man da gesehen hat. Weil irgendwas muss der Genius ja beschützen. Level 27er Genius? Verdammt! Okay. Gab's da was für? Was habe ich denn da noch? Okay, das sind 90%, das sind 40er. 40er wäre schon. Na, wer verschwendet? Ich muss aufpassen, dass er mich nicht trifft, während ich kein Schild aktiv habe. Weil das Schild sichert mir auf jeden Fall einen Treffer. Den ich auf jeden Fall überlebe. Das ist schon wichtig, gerade bei so einem Fight. Oh, der war gut, der Schlag. Verdammt. Oh, mein Öl. Mein Öl ist weg. Mein Öl ist weg. Leider hat es nur 20 Aufladungen. Komm schon. Ah, sehr schön. Verdammt. Da waren die paar Schläge wohl verschwendet. Huch. Das hat gesessen. Ich kann es fast gar nicht riskieren, daran zu gehen. Huch, jetzt ist die Kamera gerade ein bisschen broken. Was ist denn? Ah, der hat diese komische Mauer hier gemacht. Ich verstehe. Das war das Geräusch die ganze Zeit vorhin, was so. Oh, der hat gesessen. Komm schon. Das ist nicht gut. Ich hatte kein Schild. Das habe ich nicht gesehen. Komm schon. Genius. Was ist los? Oh, jawoll. Puh. Verdammt nochmal. Wenn es jetzt hier nichts gibt, ey. Ja. Guck mal an. Sehr, sehr gut. Pfui. Das, ja. Das war schon nicht schlecht.
Ich mag diese Kämpfe, die so ein bisschen mehr Wumms haben. Wo man halt wirklich drauf achten muss, was man macht und nicht einfach nur Ninja-Style Maustaste gedrückt halten und dann voll durch die Mitte, so ungefähr. No. Weißt du, bleibt vor dem Wasser stehen, rennt aber dann am Ende trotzdem durch. Gerade wegen diesen Kämpfen mag ich Dark Souls auch so sehr. Und Darksiders natürlich auch. Dark Souls, ich habe überlegt, ob ich das irgendwann mal hier machen soll. Na, mal gucken. Darksiders haben wir durch. Dead Space, ach, Dead Space. Da wird's voraussichtlich leider keinen vierten Teil mehr geben. So schade. Eine Kombination zwischen dem ersten und dem dritten hätte ich mir gewünscht, aber... Was ist denn jetzt los? Harpien. Ja, Moment, dann... Was? Oh. Pferd. Was ist denn jetzt los? Ich laufe ein Pferd zu ärgern. Hey, ja. Oh Gott, war das am Bein gepackt. Ach, Geralt, ey. Du bist schon einer. Mann, Mann, Mann. Die Frage ist, wie zur Hölle? Hä? Ich kann die Karte nicht öffnen. Wie zur Hölle soll ich da hochkommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin irgendwie über das Dorf. Ich muss zum Wasser und dann zum Dorf. Und von dort aus geht's irgendwie da hoch. Wo ist das Wasser? In welche Richtung? Ja. Ach ja, ach ja. Ah, so. So gefällt mir das. Ein schöner Sonnen... Ups, Untergang. Ein paar Trunkene, die man abstechen kann. Was will man mehr? Vorne hat man schon ein bisschen vom Dorf gesehen. Huch. Jetzt muss ich nur da rum, weil man kommt halt auf diesen großen Berg nur von einer Seite. Und das ist die Dorfseite. Warum auch immer. Das haben die wahrscheinlich irgendwann mal so gebaut, aber, ne? Da müssen wir uns auch dran halten. Das ist nicht so wie bei Saints Row, wo man einfach rüberspringen kann. Oh, Saints Row, das mit den Superkräften. Das war so durch. Ich glaube, das war der vierte Teil, ja? Aliens, Superkräfte. Aber Saints Row 3 war auch nicht schlecht. Ah. Kannst du mal jetzt deinen Arsch dahin bewegen? Das kann nicht so schwer sein. Hier, wirklich hier einfach. Doch, Geralt. Stell dich nicht so an. So. Ist das was, was ich benutzen kann? Ja. Das führt hier und dann hier. Könnte sein, ja. Ich folge mal diesem Weg. Der sieht ein bisschen interessanter aus. Der hat mehr zu bieten. Der führt hier so ein bisschen hoch. Da Hängebrücke und sowas. Einfach hochspringen. Scheiß aufs Klettern. Er muss schon klettern heutzutage. Wird einfach hochgesprungen. Wie in den guten alten Zeiten. Als ich noch zur Schule gegangen bin. Da sind wir den Berg einfach hochgesprungen, mit einem Satz. Hä? Was? Ciao. Was? Wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Tschüss. Pack das Ding weg und lauf. Alter, was ist das hier? Ich dachte, das wäre ein Dorf. Eingang zu was, bitte?
Schlüssel benötigt. Das ist ein bisschen gruselig. Mit Level 26 Neblingen. Und verschlossen super, ne? Kannst du da bitte hochspringen? Es ist eine unsichtbare Wand. Ich komme da nicht hoch. Hey, wie bin ich denn letztes Mal auf diesen verkackten, zu diesem... Ich bin noch nie zu diesem Baum gekommen, fällt mir gerade ein. Ich bin unter dem Baum gekommen. Aber nie oben. Ich bin fast sicher, da kommt man gar nicht hin, zu diesem Fragezeichen. Weil hier... Das ist... Nein! Oh mein Gott, Geralt, ey. Was ist denn das jetzt? Nein! Oh mein Gott. Was ist das hier? Oh, das ist doch eine Flachzange. Nein, jetzt habe ich... Oh. Jetzt habe ich den Erdgenius nicht mehr besiegt. Naja, ich finde es jetzt auch nicht schade, wenn ich erst mit einem gewissen Level dahin komme. Die Quest führt mich ja eh irgendwann dahin, weil es ja eh die für die Katzenrüstung ist. Also, wo bin ich denn jetzt hier? Da, ach, natürlich, da ist der Erdgenius. Nee, danke. Dann lasse ich den Erdgenius erstmal außer Acht. Das Ding hier auf jeden Fall auch. Dann gehe ich mal... Ja, reite ich halt da unten hin, ne? Los, los! Viele Sachen habe ich... Habe ich das hier schon? Ja. Viele Sachen habe ich jetzt nicht gelootet. Der Kampf war sehr cool. Ich habe ihn geschafft. Doch, ich muss mir jetzt nicht nochmal 5 Minuten den Fight gegen dieses Riesenvieh geben. Das ist auch ein bisschen langweilig, kann ich mir vorstellen. Da sind wieder Leblinge Level 0, alles klar. Och. Pferd. Komm her. Wo willst du denn hin? Oh, Alter, der Kopf. Andere war irgendwo hier hinten, ne? Was macht denn jetzt dahin? Ach komm. Hallo, hallo, hey, hey. Ganz ehrlich, der kann ruhig da hinten bleiben. Ich habe hier vorne noch einen. Männchenskinners. Ich weiß nicht, wo er jetzt hin ist. Okay, das heißt, der Erdgenius ist für später. Das letzte Fragezeichen. Was auch immer. Wo auch immer ich da in die Höhle reingefallen bin gerade. Keine Ahnung. Das war rot und da war irgendein Altar und keine Ahnung. Irgendwas. Dunkle Macht. Weltuntergang. Ich weiß es nicht. Kümmere ich mich später drum. Wenn ich ein bisschen besseres Zeug habe. Aber als nächstes hier hoch. Wir sehen das Habiennest plündern. Sieht aus wie ein Hab... Könnte ein Habiennest sein. Beziehungsweise sind hier ein Haufen Habien. Falls sie mich angreifen, ne? Aber ich denke... Damit werde ich dann erst in der nächsten Folge zu kämpfen haben. Würde ich sagen, wir verabschieden uns hier voneinander und sehen uns das nächste Mal wieder. In diesem Sinne... Bis dahin.